Obwohl sie so viele Gefahren birgt, ist die Verwendung von Säure ein notwendiges Übel bei der Fertigung täglicher Gebrauchsgegenstände. Und auch wenn Säuredämpfe Augen und Lunge schwerstens schädigen können, sind diese dampfenden Säureseen eine Touristenattraktion. In diesen sprudelnden Säurequellen entdeckten Wissenschaftler einen Mikroorganismus, der zahlreiche Industriezweige eines Tages revolutionieren könnte. Dampf steigt auf. Säure wallt und spritzt. Diese Gegend ist vielleicht einer der unwirtlichsten Orte der Welt. Doch dieses seltene Überbleibsel aus grauer Vorzeit ist auch eine Touristenattraktion. Der Yellowstone-Nationalpark. In diesen strahlend leuchtenden Säurequellen leben die potenziellen Arbeitstiere der modernen Industrie. Die Säurequellen des Yellowstone Parks liegen über einer Magmakammer. Wenn das Wasser durch den Boden zirkuliert, reichert es sich mit Vulkangestein an und wird säurehaltig. Das Magma erhitzt das Wasser, welches wieder aufsteigt und Säurequellen, Flüsse und Geysire bildet. Die heißen Quellen hier täuschen über die Gefahr hinweg, die von ihnen ausgeht. Im Park sind bisher mehr Leute durch heiße Quellen gestorben, als durch den Angriff eines Bären. Diese Quelle sieht einladend aus, wie in einem Heilbad. Doch in Wahrheit ist sie heiß und säurehaltig. Nicht zum Reinspringen. Auch wenn diese Thermalquellen die Zellen der meisten Lebewesen zerstören würden, gibt es in ihnen doch Leben. In den sprudelnden Säurequellen finden sich Kolonien von Mikroben, sogenannte thermoazidophile Organismen. Wissenschaftler wagen sich in die gefährlichen Gewässer, um diese frühzeitlichen Lebensformen zu studieren. Die Handschuhe sind eine Schutzmaßnahme, weil wir nicht wissen, wie hoch der pH-Wert und die Temperatur des Wassers sind. Es könnte gefährlich sein. Die Temperatur beträgt 45 Grad Celsius und der pH-Wert liegt bei 2,7. Für Fische gut 100 Mal zu säurehaltig zum Überleben. Das ist ein Teppich aus einer eukaryotischen Alge, die wir Cyanidium nennen. Sie hat sich den Temperaturen und der sauren Umgebung optimal angepasst. Kein anderer photosynthetischer Organismus kann unter diesen Bedingungen überleben oder sich entwickeln. Thermoazidophile wie Cyanidium überleben unter diesen Extrembedingungen, indem sie spezielle Enzyme herstellen, die ihre Zellen vor der Zerstörung durch das saure, heiße Wasser schützen. Die Entdeckung dieser einzigartigen Enzyme macht aus den Thermoazidophilen viel mehr als bloß wissenschaftliche Kuriositäten. Wenn ein Mikroorganismus bei sehr hohen Temperaturen und sehr niedrigem pH-Wert gedeihen kann, kann man sich vorstellen, dass er Enzyme herstellt, die unter diesen Bedingungen überleben und dass diese Enzyme in der industriellen Fertigung einsetzbar sind. Abgesehen von der Nützlichkeit der thermoazidophilen Enzyme, wirft ihre Existenz auch Fragen über eventuelles Leben unter anderen Extrembedingungen auf. Sowohl auf der Erde als auch im restlichen Sonnensystem. Von den dampfenden Quellen des Yellowstone Parks zu den industriellen Prozessen, die unsere moderne Welt formen, ist Säure die wohl erstaunlichste Chemikalie, die es gibt. Indem sie ihre Gefahren bezwingt, macht sich die Menschheit ihre Vorzüge zunutze.